Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter Hogwarts Mystery. Da ist der liebe André. Hoffentlich bekomme ich einen neuen Besen zum Geburtstag. Aha. Hallöchen, fang, mein Süßer. Die Leute sind irgendwie immer so seltsam in meiner Nähe. Aber warum nur? Ja, große Frage, warum nur, Herr Grant? Ich werde mir erstmal Diamanten gönnen. Das geht gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind Rekordzeit. Ich komme sofort wieder. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Sorry, ihr Süßen, ich musste gerade mal eben gucken, ob Tweety alles in Ordnung ist. Die war im Häuschen, hat aber jetzt auch Hunger. Und dann wollen wir mal nochmal mit Professor Dumbledore sprechen. Oh, hallo, danke, dass du gekommen bist, Mace. Hagrid und ich haben wichtige Dinge in Hogsmeade zu erledigen. Und dir fällt eine entscheidende Rolle zu. Natürlich, Professor. Was soll ich tun? Auf Fang aufpassen. Er ist ein guter Junge. Auch wenn er manchmal etwas feige ist, Mace. Mach dir keine Sorgen. Ach, alles klar. Klar, kein Problem. Wie lange werdet ihr unterwegs sein? So lange wie nötig. Okay. Danke für deine Hilfe, Mace. Ey, sei brav, Fang. Ich werde dich vermissen. Ja, jetzt darf ich mich um den süßen, lieben Fang kümmern. Okay, Fang, was kann ich tun, um dich zu beschäftigen? Vielleicht kann ich dich mit Magie beeindrucken. Sieh her, Fang! Lumos! Ziemlich cool, oder nicht? Das ist der Lichtzauber. Oh, wie der süß guckt! Nicht beeindruckend, was? Diesen Zauber kannst du bestimmt schon. Wir können uns unterhalten, bis Dumbledore und Hagrid zurückkommen. Ach, wie süß. Da mache ich natürlich mit. Für Fang tue ich alles. Fang ist so ein kleiner, süßer Hund. Da ist meine Flasche. Dumbledore lenkt Hagrid ab, damit alle Waffen vorbereiten.
Ist das Niffler? What the? Oh, wie cool. Da ist ein Wesen. Oh mein Gott, das ist ein Niffler. Da sind sie wieder, die drei Probleme. Keine Energie mehr, aber egal. Leider ein bisschen leiser machen. Das ist Fang. Oh, ich liebe Fang. Ja, Leute, damit war's das für jetzt. Ich werde natürlich jetzt erstmal einen kurzen Cut vollziehen, wie immer. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Bis bald, euer Jackamies. 24.07 Uhr, ich bin raus. Und Mace und Fang sagen auch Tschüss.